crates are from Turkey. Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Movement at the Monastery. Wir haben letzte Folge auf ziemlich coole Art und Weise diesen Schlüssel gefunden. Ah, das ist auch cool, wie die Leiter runterfährt. Also das Spiel ist so genial gemacht, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ist das cool. Ich bin voll begeistert. Und da können wir jetzt hochklettern. Schön. Wir haben nämlich jetzt hier oben ein kleines Trapdoor geöffnet. Und vielleicht finden wir da jetzt auch schon bald den Schalter, der uns draußen die zweite Barriere entfernt. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Fackel. Das ist nämlich sehr dunkel hier. Da ist auch so ein Ofen abgebildet. Den müssen wir auch noch irgendwie entzünden. Jetzt machen wir mal hier den Hebel. Ah ja. Den Ofen haben wir schon mal an. Aber vielleicht ist der automatisch draußen dann auch an. Aua. Aua, aua. Diesmal ist es aber kein Methan, was uns da jetzt verletzt, sondern wahrscheinlich irgendwelche anderen Giftgase. Moment. Aua. Ich höre Tiere und wir wurden verletzt. Okay, da kann man dann lang. Ich würde gerne noch mal kurz mein Leben auftanken, wenn wir schon mal hier sind. Oder geht das nur einmal? Geht wahrscheinlich nur einmal, oder? Wäre noch schöner. Ah, ne, doch. Ja, das ist schon cool. Da kann man immer mal das Leben auftanken und muss kein Medipack verschwinden. Haben wir den Durchgang noch? Ja. Und dann können wir hier langhangeln. Verstehe. So, und wo müssen wir hin? Ah, jetzt werden wir gleich wieder angeprutzelt. Vergiftet, was auch immer. Gut, dass wir Leben getankt haben. Ah, und hier kommen wir dann vielleicht den zweiten. Die zweite Barriere gelöst. Pling, ja. Was bedeutet jetzt dieses Pling? Kann man da hoch? Nee. Ah ja, wir sind jetzt wieder draußen. Ging das anders nicht? Wäre man anders jetzt nicht wieder rausgekommen? Erstmal wieder Leben tanken. Wenn wir schon mal hier sind. Oder geht das... Ah, doch. Oder in jede Richtung einmal vielleicht? I feel stronger now. Keine Ahnung, das müssen wir noch rausfinden. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, ob hier vielleicht mittlerweile das Feuer an ist im Ofen. Das ist aber nicht der Fall. Okay, haben wir vielleicht hier in dem Giftstore mittlerweile was Neues? Da gibt es gerade nichts Neues. Im Wasser. Ist hier was verändert? Aber hier ist nach wie vor nicht viel zu sehen. Ne, wir haben jetzt aus diesem Raum eben noch keinen Mehrwert gezogen. Das heißt, da müssen wir nochmal hin. Also nochmal. Und am besten nochmal irgendwie da langhangeln. Weil ich glaube, da haben wir jetzt irgendwas verpasst. Jetzt verlieren wir halt nochmal Leben wahrscheinlich, aber ist egal. Kann das ja früher oder später immer irgendwie wieder auftanken. Und wenn man so ganz rechts hangelt, passiert vielleicht auch nicht viel. Ja, das ist gut. Nicht viel, genau, ein bisschen. So, vielleicht muss man von hier noch irgendwo hin. Das ist das hier noch nicht wahr. Also ich gucke jetzt nochmal nach Fackeln, wie viele wir gerade haben. Wir haben nämlich einige genutzt in letzter Zeit, weil es sehr dunkel ist, haben aber 24. Das ist gut. Das heißt, wir können hier in Ruhe nochmal schauen. Ob man hier noch irgendwo hin kann. Auf das Dach vielleicht. Aber hier kommt man eher runter zurück. Hier. Ist das ein Hebel? Ja, da ist ein Hebel. Das haben wir nicht gesehen.
Und der macht das. Ja, perfekt. Super. Das passt doch. Ofen ist immer noch aus, oder? Ja, der Ofen ist einfach aus, Leute. Kann man nichts machen. Wenn der Ofen aus ist, ist er aus. Und dann können wir nämlich jetzt weiter nach oben kraxeln und unsere Aufgabe erfüllen. Auf jeden Fall wird die Musik jetzt wieder ein bisschen düsterer hier. Was mir gerade Sorgen macht. Okay, war das so gewollt? Ja. Ja, weiß nicht. Was sind wir denn jetzt? Nee, das kann nicht sein. Also da oben vielleicht ja, aber hier unten auf jeden Fall nicht. Weil da wäre immer ja so hingekommen. Also, probieren wir es nochmal. Ach so, man kann sich vielleicht hier irgendwie reinlassen. In diese Öffnung. Ah ja, das geht. So, und kann man hier irgendwas machen? Nee. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich von hier irgendwo hinspringen. Wir machen es jetzt mal blind. Ja. Wir sollten vielleicht doch mal schauen. Wo kann man von hier aus vielleicht hin? Oder kann man das einschießen? Ja, kann man. Perfekt. Weil da wäre, glaube ich, nichts mehr gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein. Okay. Yes. Hier ist, glaube ich, nochmal so ein Ding. Jawohl. Da kommen wir dann weiter hoch, schätze ich mal. Wieder so ein Vogel. Ist er tot? Okay. Wir haben kurz gebrannt, Leute. Und es regnet wieder. Immer wenn wir diese Vögel abschießen, passiert irgendwie was. Da trifft uns der Fluch. Ist auch spannend. Vielleicht verehren die diese Vögel oder so. Das finde ich eine sehr interessante Stelle hier mit dem Gitter. Da muss man bestimmt mal irgendwann rüber. Und es sieht so aus, als könnte man hier eine Luke öffnen. Aber das macht Lara nicht, ne? Also von hier auf jeden Fall nicht. Es öffnet sich aber vielleicht früher oder später noch. Was haben wir hier? Wieder so einen kleinen Altar. Mit Blumen und Kerze. Wird da irgendwas verehrt, verheiligt, was auch immer. So, und jetzt kommt man hier oben lang. Ah ja. So, hier hängen irgendwelche Zettel oder Tücher oder was auch immer. Wo kommt man jetzt von hier hin, wo man unten nicht hinkam? Das ist die Frage. Gute Frage, nächste Frage. Speichern wir mal und versuchen mal dran zu springen? Nein. Dachte ich mir schon fast, aber ich glaube auf der anderen Seite auch in dem Spiel ist alles möglich. Darüber? Auch nicht? Aber hier vielleicht rein. Jawohl. Da kann man rein. Das ist gut versteckt hier alles. So, was haben wir hier? Bewuchs überall. Das müssen wir öffnen. Schätze ich jetzt mal. Frage ist, wo und wie? Ah, jetzt hier wieder so ein Ding. Es passiert gleich wieder irgendein Unheil. Ja, wir brennen wieder kurz. Schande über Laras Haupt. Okay, da kommt man nicht durch. Ist dadurch draußen jetzt was geändert? Das weiß ich nicht. Mach nochmal eine Fackel an. Ah, hier ist ein Schalter versteckt. Und der öffnet das hier. Da kommt man nämlich darüber. Und können lesen, was zu tun ist. To the observant, nature can provide all the answers.
all the answers, ich weiß. Ich übersetze es kurz mit meinem Textübersetzer. Der Beobachter kann die Natur alle Antwort geben. Okay. Dem Beobachter alle Antwort geben. Die Natur. Die Natur? Müssen wir jetzt hier die Natur beobachten? Wir gucken uns jetzt hier mal um. Diese Zettel kann man, glaube ich, nicht lesen. Die Natur beobachten und dann kriegen wir alle Antworten. Hier was beobachten? Und da ist da drin noch mehr. Die Natur beobachten hier. Ja. Da ist nämlich ein Schalter drin versteckt. Ah. Cool. Ah, schon wieder so ein Vieh. So, jetzt gibt's wieder Unheil. Ja. Können wir auch nichts für. Was hat das jetzt alles gebracht? Oder brennt der Ofen jetzt da unten? Also irgendwas haben wir doch jetzt bestimmt verändert dadurch. Das ist halt jetzt, aua, die Frage. Was der Schalter jetzt gemacht hat, ne? Ich will jetzt gerade erstmal das Leben kurz heilen. Dann schauen wir nochmal kurz hier vorbei. Ob es mittlerweile ein neues Gift gibt. Aber nein. Lara summt immer so schön beim Einkaufen. Finde ich irgendwie süß. Ja, wir laden nochmal unser Leben auf gerade. Die Richtung hatten wir noch nicht, oder? Warten wir mal ab. Jawohl. Warten zahlt sich aus. I feel stronger now. Ja, Wunderbärchen, oder? So, und jetzt müssen wir gucken, was der Hebel gemacht hat. Dafür will ich jetzt nochmal da lang hangeln. Gucken, ob sich vielleicht im Vorraum was getan hat. So, dafür geht's jetzt wieder da hoch. Speichern und gucken mal, was wir geändert haben. Wir müssen ja irgendwie auch darüber, wo dieser Kran mit diesem Ding ist. Ich glaube, da müssen wir irgendwie hin, letztendlich. So. Fackel verschwenden. Aber was muss, das muss. Jetzt kommen wir nämlich hier hoch. Ah ne, das ging ja vorhin auch schon. Sorry. War verpeilt. Ach, jetzt ist das hier offen. Ah. Okay. Und findet hier einen neuen Schalter. Stimmt, da war ja was mit dieser Luke. Habe ich schon wieder vergessen. Jetzt ist wieder eine andere Luke aufgegangen. Jetzt wieder der blöde Vogel hier. Wo ist er denn? Ja, tot. Wir wurden wieder bestraft. Ist jetzt halt die Frage, wo diese Luke ist, die wir gerade gesehen haben. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher gerade. Gehen wir mal hier raus. Und nochmal da drüben rein wahrscheinlich, oder? Probieren wir es mal. So, jetzt muss ich jetzt doch nochmal gucken. Ich brauche so viele Fackeln. Das kann ja bald nicht mehr angehen. 15 Stück noch. So, ist hier irgendwo ein Trapdoor? Hier nicht. Aber, ach doch, hier. Okay. Und das Gute ist, wir kommen wieder ein Stückchen weiter hoch. Und da wollen wir ja hin letztendlich.
Okay, aber so nicht. Ja. Ah ja, hier geht's ein bisschen hoch. Gehen wir mal nach links. Irgendwie muss man da ja hochkommen, oder? Hier die Seite. Klettern. Irgendwo muss es gehen. Ah, hä? Moment. Ach so. Egal. Wie kommen wir jetzt da am besten hoch? Ich sehe gerade nichts. Das sieht aus so ein bisschen, als wäre da eine Leiter. Wir probieren da jetzt nochmal hinzuspringen. Aber das muss doch eigentlich rechts gehen. Also da macht sie nur Mucken. Probieren wir jetzt hier die Seite nochmal. Mag sie irgendwie nicht so recht greifen alles, ne? Hier muss es doch gehen, Leute. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Das muss doch funktionieren. Ich glaube, wir haben nur den Flow irgendwie gerade nicht so raus. Also ich bin der Meinung, dass das gehen muss, da hoch. Aber Lara greift es halt tatsächlich nicht. Tja. Soll man da hochkommen? Ich glaube, dass man da einfach normalerweise hinspringen kann. Also, dass es auch so gedacht ist, weil alles andere macht keinen Sinn. Dann springen wir aber so weit, wie es geht. Ansonsten probiere ich das jetzt offscreen und dann zeige ich euch in der nächsten Folge, wie man da hochkommt. Weil fliegen können wir halt noch nicht, ne? Ist ja kein Let's Test, da konnten wir das tatsächlich schon mal. Ja, da bin ich gerade ein bisschen verwirrt, warum das nicht geht, warum wir da nicht hochkommen. Ich probiere das jetzt offscreen und zeige euch das dann in der nächsten Folge, wie man da hochkommt. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, sollte man meinen. Na, wir werden es sehen. Ich zeig's euch. Bis dann, ciao.